24. Spieltag in der deutschen Eishockey-Liga Krefeld Pinguine gegen die Kölner Haie. 6035 Zuschauer im Königpalast in eine knappe 3:4 Niederlage der Pinguine gegen die Kölner Haie. Deren Trainer Niklas Hummel, ich herzliche Begrüße, ebenso wie unser Trainer Franz Furzmeier ebenfalls. Schönen guten Abend, beide Trainer, bitte ich um Ihre Statements nach dem Spiel. Herr Sumblatt, Sie haben zuerst das Wort. Viel laut, da war ich wohl ein paar Fehler hin und her. Unser Plan hat wohl gut defensiv stehen, wo ich eine 3-1 Führung und so eigentlich verteidige das. Aber leider nicht genagt, eigentlich der Flieger von unserem Tor und der dritte Tor ist 3-3. Und dann catch you a break, weißt du, wir kriegen 4-3 über Sala, wir call a break heute. So für uns ist der Punkt unheimlich wichtig, weißt du, wir wollen umsteigen und wir sind sehr froh über diese Sieg heute. War ein enges Spiel, war ein derbes Spiel, würde ich sagen, aber wie gesagt, die 3 Punkte sind wichtig für uns. Danke. Dankeschön, Niklas Unblatt. Franz Furzmeier, das Statement zum Spiel heute. Ja, erstmal guten Abend und gratuliere an Köln und Niklas. Der Niklas hat schon sehr viel gesagt zu dem Spiel. Ja, ich denke, wir müssen uns wieder sammeln, ja, das verarbeiten. Das ist eine ganz, ganz bittere Niederlage. Und ja, aber wir werden es analysieren und Konsequenzen daraus ziehen. Ja, ich bin sehr enttäuscht heute. Und ja, weiter geht's. Danke. Gibt es Fragen der Medienvertreter aus Köln und Krefeld? Das ist nach angemessener Zeit nicht der Fall. Dann darf ich Ihnen für den Besuch hier natürlich danken. Für die Pinguine gibt es das nächste Heimspiel hier am 3. Advent, also kommenden Sonntag, ebenfalls um 14.30 Uhr gegen die Augsburger Panther. Ihnen allen darf ich noch einen guten und sicheren Nachhauseweg wünschen. Unseren Gästen aus Köln natürlich viel Erfolg im weiteren Saisonverlauf und kommen Sie gut und gesund in die neue Woche. Dankeschön, auf Wiedersehen.